diesem Maisacker ist der Solarpark Mooshof gebaut worden. Am Anfang waren die Solarparks bei den Naturschützern umstritten. Wir haben dann gesehen, dass hier Potenziale sind. Der Solarpark Mooshof wird von Solarkomplex betrieben. Wir sind ins Gespräch gekommen, wie weit man die Solarparks Richtung Naturschutz aufwerten könnte. Dann kam vom Solarkomplex, okay, und wir machen hier einen Vorzeigesolarpark. Das Besondere ist, dass hier überhaupt kein Dünger eingesetzt wird. Das Mähgut muss aus der Wiese abgefahren werden. Dann können sich die Blumen durchsetzen. So kriegen wir über die Jahre eine artenreiche Wiese. Die Solarparks brauchen aus versicherungsrechtlichen Gründen einen Zaun. Und einer unserer Vorschläge war dann, unten 30 cm freizulassen, damit der Fuchs reingeht und die Hasen rein und raus können. Als man den Solarpark gebaut hat, sind Reifenspuren entstanden, wo heute das Wasser stehen bleibt. Und gerade in diesen Wasserstellen haben wir Amphibien entdeckt, Erdkröten, Grasfrösche. Wir haben hier seit einigen Jahren jetzt ein Monitoring gemacht. Bei den Tagschmetterlingen haben wir dann festgestellt, dass hier eine ganz schöne Vielfalt da ist und sogar einige rote Listearten eingewandert sind. Über den Solarpark Mooshof haben wir auch eine gute Zusammenarbeit mit der Bodenseestiftung entwickelt, speziell mit Annika Wolktin. Um die Energiewende erfolgreich umzusetzen, müssen wir alle Potenziale ausschöpfen, weil man alleine mit Dächern die Energiewende nicht schaffen kann. Solarparks haben den Vorteil, dass auf kleiner Fläche sehr, sehr viel Energie auf einmal produziert werden kann und das noch günstiger als mit Kohle und mit Atomkraft. Wir haben es hier geschafft, aus einer artenarmen Fläche eine sehr artenreiche Fläche zu machen. Mit einer solchen Anlage kann sehr viel klimaverträglicher Strom erzeugt werden. Und wenn man gleichzeitig auch noch etwas für den Naturschutz tun kann, ist das doch prima.